Herzlich willkommen in der Ritschelstraße. Seit dem Jahr 2012 gehören diese Häuser der WBG Zukunft. Auf dem Baugrundstück neben den bestehenden zwei Häusern wurde seither fleißig gebaut. Im September 2014 war es soweit. Die Schlüsselübergabe für die ersten Genossenschaftsmitglieder fand statt. Und wir waren mit der Kamera dabei. Die Aufzüge bieten Komfort für die Älteren, aber auch für Familien mit Kindern. Hier wurde der Traum eines Erstbezuges wahr. Verantwortungsvoll wurde diese Wohnung übergeben. Genießen Sie hier einen weiten Blick bis zum Flughafen der Landeshauptstadt. Was davor jedoch alles geschah, das sehen wir jetzt. Am 24.06.2013, genau am Tag des 100. Geburtstags der WBG Zukunft, fand der erste Spatenstich seit 1981 für unsere Genossenschaft statt. Klar, dass der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein hier tatkräftig dabei war. Von Beginn der Baumaßnahme waren neue Bewohner, die Nachbarn, WBG-Mitarbeiter, aber auch alle anderen Erfurter WBG-Nutzer zur großen Party eingeladen. Das neue Gebäude ist sehr gut an die Erfurter Infrastruktur angebunden. Ein Einkauf ist geplant. Fahren Sie hier direkt vor der Tür von der Haltestelle Riedstraße zum Thüringenpark. In 5 Minuten sind Sie dort. Im 10-Minuten-Takt fahren die Straßenbahnen aber auch zum Klinikum, welches nur eine Station entfernt ist, zur Erfurter Uni, zu der Sie nur 2 Haltestellen fahren, oder in die Altstadt, die Sie in 10 Minuten erreichen. Wer zu Fuß einkaufen gehen möchte, findet einen Supermarkt nur wenige 100 Meter entfernt. Sehen Sie hier den Innenausbau zum Tag des Richtfestes. Silke Wuttke, Sprecherin des Vorstandes der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft, bewies, dass sie keine Höhenangst hat, dafür aber über Treffsicherheit verfügt. Dies ist der Blick, den die Polizisten des Polizeirevier Nord zur Ritschelstraße haben. Sie befinden sich also auch vom Sicherheitsaspekt her in guter Nachbarschaft. Blaulicht wird allerdings erst einige 100 Meter entfernt eingeschaltet. Die Qualität der Bauweise und der Einrichtung, aber auch die gesamte Funktionalität der Gebäude, überzeugt vom ersten Augenblick an. Am Bauprojekt waren die besten Handwerksfirmen beschäftigt. Auf alle aktuellen Richtlinien zur Wärmedämmung und zum Energiebedarf wurde selbstverständlich besonderer Wert gelegt. Neuester Technik zu vertrauen, ist ein gutes Gefühl. Wer sein Auto sicher, trocken und nah bei sich haben will, findet hier eine geniale Lösung. Gehen wir nun zurück zum Anfang unseres Films. Im Oktober 2014 war es soweit. Der Tag des Einzugs der ersten Familie.
Das Haus, genauer die Hausnummer 9 und 11, verfügen über 24 Wohnungen, die zwischen 60 und 106 Quadratmeter groß sind. Auf der Rückseite des Gebäudes entstehen kleine Flächen zur Freizeitgestaltung. Mit Nachbarn oder der Familie draußen sitzen, das wird sicher gern angenommen. Nun zieht Leben ein und vielleicht beginnt schon bald ein neues Bauprojekt der WBG Zukunft Erfurt EG. Informieren Sie sich hier. Die Mitarbeiter der WBG sind gern für Sie da. Caridio Image und Eventfilmproduktion.